sämtliche Tests beantragt haben. Aber ist es wirklich so einfach und vor allem zuverlässig, wenn wir die Tests selbst durchführen? Wir haben zwei hessische Firmen besucht. Den Teststab 10 Sekunden unter die Zunge legen, mehrfach drehen und dann ab ins Reagenzfläschchen. So funktioniert der Selbsttest für Laien von der Firma Human in Wiesbaden. Innerhalb weniger Minuten ist das Ergebnis da. Wir geben dem Endanwender, dem Laien, dann auch noch eine Kurzanleitung dazu mit ein paar Bildern, wie das einfach durchzuführen ist und auch noch ein kurzes Anleitungsvideo. Von daher bin ich überzeugt, dass jeder in der Lage sein wird, diesen Test durchzuführen. In der Corona-Krise sind die Schnelltests ein wichtiges Standbein für das Wiesbadener Diagnostikunternehmen. Die Tests werden in China produziert und sind bisher nur für den professionellen Gebrauch, wie in Alten- und Pflegeheimen, zugelassen. Noch wartet Human täglich auf die Sonderzulassung für den Heimgebrauch. Kaufen könnte man die Tests dann in Apotheken oder Drogerien. Derzeit planen wir den Vertriebsweg immer noch über den Großhandel. Aber sobald die Zulassung da ist, werden wir auch hier nochmal entscheiden, ob es einen Endkundenverkauf geben wird. Zurück nach Wiesbaden. Bei der Firma Human hat man diese Bedenken nicht. Kommt die Sonderzulassung, wollen sie innerhalb kurzer Zeit liefern. Die Kosten pro Test? Zwischen 5 und 9 Euro. Die Wiesbadener sind überzeugt. Ein einfacher Selbsttest mit guter Anleitung könne vielen Menschen mehr Sicherheit im Alltag bringen.